Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle Cops. Vorweg, mal schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Fleißig mal liken und fleißig abonnieren. Ja, abonnieren, klar. Logisch, auch dafür danke. Ja, ist alles gratis, ohne Kosten. Ohne Werbung. Ja, und das. Ja. Ne, hier, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, Tipps, Kommentarfunktion ist dafür da, kann man gerne nutzen. Ich würde dort eine Zeit nahezu zu antworten, klappt meistens immer dank Smartphone und so. Ne? Wenn ich nicht gerade tief in Arbeit verwickelt bin oder tief im Schlaf, kann ich immer so zeitnah antworten. Also, wer es möchte, nutzen möchte, kann das gerne tun. Wer meint, er muss es nicht tun, ist auch okay. Ist nicht tragisch. Ich sag mal so, wenn man mit allem zufrieden ist, der schweigt. Ne? Ich schreibe ja in der Regel auch nicht so viel. Bei einem oder anderen. Ist für mich kein Problem. Es ist nur für den Kanal besser. Ne? Also klingt banal, aber je höher das Interesse ist, umso mehr hat man vorgeschlagen. Ist auch halt so, ne? Aber wie gesagt, mit der Zeit, wenn mehr Abonnenten dabei sind und mehr Zuschauer, Anführungszeichen Zuschauer an sich schon hilfreich, dann ist es, ja, je höher die Zahl ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein oder andere mal schreibt. Ist die Logik, ne? Also wenn du 10.000 hast, die zuschauen, wird eine gewisse Anzahl mal schreiben und bei 0 halt 0, ne? Ist halt so, ne? Aber halt die, klar, je mehr da reingucken, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr geschrieben wird, ne? Hat doch eine oder andere doch mal Fragen, ne? Und dann versucht er auch entsprechend meinem besten Gewissen auch zu antworten, was ich weiß. Ja. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Ist nur schön, wenn es kommt. Ich antworte halt ganz gerne zeitnah. Und dann ist okay. Ja, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Das Feld sieht ganz gut aus. Hoffe ich mal, dass es heute noch wird. Fertig wird. Ist noch ein bisschen kleiner wie das andere Feld. Ich bin deswegen hier, weil da oben die Bäume sind. Sonst wäre die andere Richtung ein bisschen besser. Anführungszeichen. Aber das ist, glaube ich, egal. Irgendwie haben die hier so nur kleine Felder gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich mit einer kleinen Geräte, was zu haben. Ne? Amazone haben sie auch nicht. Dieses Gerät haben sie hier. Hammer. Und dann noch vom Lenken haben sie ein paar kleinere Geräte noch. Ne? Ja, gut. Ein paar kleine Felder reicht das. Klar, also am besten größere Geräte gewohnt, ne? Auch größere Felder halt. Aber hier ist ein bisschen anders. Hier läuft die Zeit tageweise. Aber klar, man kann auch am Tag 120 einstellen. Dann geht die Zeit auch schnell dahin. Mit Dunkelbären und so, ne? Ja, und ansonsten aktuell auf 3, wir haben 13:23, ne? Ansonsten ist hier jeden Tag ein Datum, ne? Also so wie das Jahr halt ist, ne? Hier gibt das nicht Jahreszeit, also bei letztes Jahr Season mit Tage angegeben, also von 3 bis 24 pro Jahreszeit. Hier ist das von vornherein so, hier gibt es Monat für Monat, ne? Von Januar bis Dezember, ne? Halb wie das so ist, ne? Sogar das Jahr irgendwie steht da irgendwo. 2002. Ach, wie lange ist das her? Da war ich noch jung. Und YouTube noch nicht zu träumen. Das gab's dann auch, glaube ich, noch gar nicht. Jedenfalls nicht so
was mir nicht bekannt wäre. Und ja, Spiele. Ja, das hatte ich schon gehabt. Aber halt andere halt, ne? LS kam ja 2008, 2009 raus. Also da hatte ich noch nicht den Hype gehabt auf LS. War mir da noch unbekannt. Ich stand mehr so auf Zivilisation, Total War Spiele und sowas. Oder hier Patrizia oder Anno zum Beispiel. Oder Port Real, ne? Sowas halt. Und LS kam bei mir erst 2011er Version. Da habe ich angefangen zu spielen mit LS. Fand das hochinteressant. Standardkarte. Und wenig später kriegte ich so mit, dass auch einige Karten vom Modder kamen, ne? Also die das dann halt selbst kreieren, ne? Ja, einfach halt, ne? Also Umbau einer Karte im Prinzip. Mann, weiter begeistert so, ne? Eine Mecklenburg-Vorpommern-Karte. Da gab es aber einen Fehler. Da waren nachher die Früchte weg. Und, oh, wie geärgert. Naja, jetzt machst du einfach mal früher speichern, ne, und dann jo, klappt da auch nicht. Muss man von vorne anfangen. Und da wusste ich noch gar nicht Bescheid über Logdatei und so ein Ding, wo die Fehler herkommen könnten, ne. Jo. Gut, mit 13 war das nicht mehr ganz so dramatisch. Version. Jo, von Version zu Version habe ich immer festgestellt, jo, Standardkarten. Das sind die anderen viel schöner, die von Modder gemacht werden, ne? Von 4-fach bis 16-fach, ne? Das war ja, oh, bin ja eigentlich mal ein Fan von großen Karten, ne? Man muss ja nicht jedes Feld machen, von der Größe her, aber die Auswahl alleine, man könnte ja, nicht theoretisch, ne? Ja, und dann mit Kursplay und hier Outreif jetzt, ne? Ist ja, ja. Was wäre der LS und den Modder, ne? Da bin ich echt gespannt, was da, ob dieses Jahr was rauskommt. Das ist ja noch nicht mal, ja, ist noch nicht mal ein Gerücht da, ne? Aber ich hoffe ja doch, auch im Interesse von YouTube und meiner Zuschauer, ne? Ich denke mal, wenn ein Spiel neu ist, ist es doch weit interessanter, als wenn es schon ein paar Jahre alt ist. Ist ja halt so, ne? Wer sich jetzt informieren will, der schaut halt da rein und macht sich halt kundig, ne? Ja. Wer den Rechner hören kann, Grafikkarte und CPU auf 81 Grad steht da oben und Hauptplatine 76. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Denk mal eher nicht. Aber ist ja so eingestellt, ne? Also. Ich hab mal gelesen, 90 Grad ist okay. Aber, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann werde ich mir. Ja, gut. Ich sag jetzt, von Theorie her, ich kaufe keinen neuen Rechner demnächst. Aber ich will, dass mir nicht die Hand für ins Feuer legen, ne? Also dann wäre eher für die Grafikkarte eine Wasserkühlung in Frage. Aber wie gesagt, der CPU hat ja auch Wasserkühlung. Und trotzdem wird er so heiß. So. Aber das kann andere Gründe haben. Das liegt aber am Spiel. Weil die Spiele nutzen ja nur ein oder, ich glaube hier gibt es mittlerweile zwei Kerne oder so. Klar, wenn der Leistung auf alle Kerne verteilt wird, dann wird er auch nicht so heiß. Denn ein Kern wäre normalerweise jo, der CPU von 15% und dann werden einer garantiert 100% sein und die anderen vielleicht 30 oder 40. Ja, dann ist dann ungünstig, ne? Die Temperatur. Und gerade Mitte gewesen. Oh. Ja. Nun weiß ich nicht.
Sie haben ja schon bei einigen Updates Performance-Verbesserungen gebracht. Ja. Schauen wir mal März, ne? Ob das besser wird. Das ist immer die entscheidende Frage, was kommt, was wird entwickelt. Achso, eine Karte soll noch kommen dieses Jahr. Im Laufe des Jahres. Eine neue Karte, und zwar etwas hügeliger, mehr Süddeutschland, ne? Wenn man darunter sich vorstellen kann. Gibt ja in Deutschland verschiedene Regionen, ne? Ja, von Bayern über Thüringen, Sachsen und so. Also hier Leipzig ist ja sehr flach, die Ecke, und Berlin. Und wenn man Thüringen reinkommt nachher, dann wird es ja schon ein bisschen kräftiger, hügelig, ne? Ja, was ist Süd, ne? Ich sag mal so ab der Mitte, ne? Also soll eine südliche Karte geben mit etwas stärker hügelig, ne? Ja. Ich glaube, hier hat sich noch keiner an Modder herangetraut, eine Karte zu entwickeln. Ist auch wahrscheinlich deswegen auch so. Ja. Weil hier noch halt die Nachfrage nicht so groß ist, ne? Ob sich das mal irgendwann ändern wird, ich weiß es nicht. Ich sag mal, die Entwicklung, die LS hat, das haben die noch vor sich, ne? Wenn du einfach gerade schon der Rechner so kocht, dann ist natürlich klar, bei vierfach wird es dann richtig heftig. Ne? Und hier bewegt sich im Grunde ja nichts. Ist kein KI, der irgendwie Felder bestellt und so, ist ja hier nicht. Ansätze bewegt sind die Bäume wahrscheinlich und das Wild. Ne? Also mit 15 km/h, da ziehen wir durch. Ne? Ruckzuck fertig. Ja, aber wie gesagt, die Entwicklung ist noch da. Frage ist nur, ab wann sie das nachher so machen, dass wenn eine neue Version kommt, dass man dann neu kaufen müsste, rein theoretisch. Und das weiß ich nicht. Irgendwo DLC, ja, sicherlich, das kann man sicherlich machen. Ist eine schöne Ergänzung. Kann man auch sicherlich, ja, wenn man sagt, okay, ist ein Fahrzeugpaket dabei, ne, mit entsprechender Marke und so. Theoretisch. Ja, warum nicht, ne? Es gibt ja überall eine Entwicklung, mehr oder weniger, ne? Aber der eine Update war ja im, war es Januar oder Februar, weiß gar nicht genau. Ich glaube, Januar, glaube ich. Da haben sie das von einem Prozessor auf mehrere gemacht. Das kann ich mir auch anzeigen lassen über Task Manager. Rechtsklick auf Prozessor und dann anzeigen lassen, ne? Also die einzelnen Kerne. Und da kann man sehen, dass zwei, einer ist 100% und der Rest ist, naja, auch genutzt, ne? Aber halt nicht so stark. Und das müsste noch vom Programm her ein bisschen besser gesteuert werden. Dass es da ein bisschen mehr Entlastung gibt, ne? Aber das Problem gibt es im LS ja auch, da hat es ja auch noch einen Kern und das ist dann schon blöd, kann man sagen, ne? Aber wie gesagt, die haben dafür einfach konstruiert, Karte. Dafür reicht es auch sicherlich, aber viele Modkarten gibt es ja schon vierfach, ne? Bei vierfacher Größe braucht man eigentlich theoretisch die vierfache Leistung. Ist ja halt so, ne? Also nichts für schwache Rechner. Aber und viele denken ja die Grafikkarte, ne, ne, das ist der Prozessor, der man braucht, ne? Ohne Grafikkarte, gut. Da wäre sicherlich Reserven.
Aber ich sag mal so. Ja. Wie gesagt, hier Intel hat ja recht gute hohe Taktfrequenzen. Man kann sie auch ein bisschen aussuchen hier von Kern und so. Aber wie gesagt, da sind viele Reserven möglich, ne? Wenn er nur vier Kerne nutzen würde dafür, dann wäre das halb so wild. Und hier ist halt genau das gleiche, ne? Also je mehr Kerne er nutzt, umso besser ist es, ne? Auch von der Gesamttemperatur, ne? Dass die Grafikkarte nur so extrem warm ist mit 81 Grad, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Was stellt der groß da, ne? Ein paar Bäume, ne? Bisschen Gras. Ja, Gras ist ein bisschen heftig, ne? Aber die Sichtweite ist auch ein Grund dafür. Aber wiederum, ein bisschen soll es ja noch was aussehen, ne? So, hier ist er sowieso. Wir sind grün. Aber das ging ja anders. Doch, das ging ja anders, man müsste nur schräge stellen, ne? Die Richtung anders machen, dann hier nacharbeiten. Das machen wir gleich in der nächsten Folge, nacharbeiten hier, das Nachgewände. Da fangen wir halt die erste Reihe und fahren jetzt mal die zweite Reihe zurück. Geht an sich, glaube ich, ganz gut von der Geschwindigkeit her. Also ein kleines Feld in einer Folge. Ohne Nachgewende. Gut, wenn man das länger machen würde, wäre das sicherlich auch möglich. Vielleicht kommt man irgendwann mal das die Option Feld erstellen. Dann könnte man ja theoretisch, wenn man schon GPS hat, eine Begradung, ne? Okay, so die Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier bei Kettle und Kopf mit Nachgewende. Tschüss. Und